Immer wieder wird vom Fachkräftemangel gesprochen. Doch ist dieses Problem wirklich so akut? Dr. Jürg Dittrich ist der Präsident der Handwerkskammer Dresden. Er kennt die Situation in unserer Region genau. Man sieht jetzt ganz deutlich den Wandel. Wir hatten ab 2008 ja quasi eine Halbierung der Schulabgängerzahlen. Und das ist schon, ne, da reden wir nicht von 3%, sondern wenn da plötzlich die Hälfte der Auszubildenden einfach nicht mehr da ist, aus denen man auswählen könnte, dann hat das Auswirkungen. Man dürfen nicht vergessen, dass im demografischen Wandel auch beinhaltet ist, dass wir weniger Einwohner sein werden in Sachsen. Und insofern ist es natürlich schwierig, wenn man Produktivitätssteigerung und weniger Einwohner hat, wie viele Leute fehlen denn eigentlich? Das ist die eine Sache, wo wir nicht zu viel Angst haben sollten. Auf der anderen Seite ist tatsächlich schon deutlich spürbar, dass qualifizierte, fleißige Fachkräfte fehlen. Wir reden also nicht von niedrig qualifizierten Leuten. Alle, die ein Spezialwissen haben, das sind Dinge, die auch jetzt schon, wo wir deutlich sehen, dass es dort zu Engpässen kommt. Und darauf müssen wir alle miteinander reagieren. Als Lösung für den Fachkräftemangel präsentiert die Politik immer wieder die Flüchtlinge, die derzeit nach Deutschland strömen. Doch können sie wirklich das Problem beseitigen? Ich glaube, dass wir Zuwanderung brauchen werden, qualifizierte Zuwanderung, und dass wir auch schauen müssen, dass die Menschen, die jetzt hier sind, dass wir den einen oder anderen ausbilden. Das tun wir mit Leuten von hier auch. Und wenn es immer weniger Jugendliche gibt, warum sollen wir dann nicht die jugendlichen Asylbewerber, Flüchtlinge oder eben auch Zuwanderer auch ausbilden? Aber das muss abgestuft diskutiert werden. Und Ihre Frage der Bürokratie, ja, wir haben uns so viel Bürokratie aufgebaut, dass das nicht mehr zu bewältigen ist. Da hast du das erste Problem gelöst, es ist der Status des Aufenthalts geklärt, da weißt du noch nicht, ist die Vorrangprüfung, hält die stand, dass du ihn einstellen kannst, und dann ist er vielleicht noch nicht so richtig geklärt oder er hat bloß Aufenthalt für ein Jahr, ja, bildest du den jetzt aus, darf er die Ausbildung zu Ende machen, wird er den Deutschkurs bekommen in der Größenordnung, reicht das für ihn, was an Deutschkurs vorgesehen ist, ist vielleicht mehr notwendig. Also das sind Themen, dort gehen wir mit anderen Dingen aus meiner Sicht wesentlich gründlicher um, und das sollten wir ja auch tun. Wenn es darum geht, dass ein Asylbewerber eine Ausbildung oder Arbeit bekommt, ist die Agentur für Arbeit zuständig. Hier ist Karl-Heinz Puy, der operative Geschäftsführer. Das Verfahren ist sicherlich ein kompliziertes Verwaltungsverfahren. Die kommen ja zunächst in eine Erstaufnahmeeinrichtung, hier in Chemnitz in der Regel, wo vom Grundsatz her noch nicht danach gefragt wird, welchen Beruf sie haben, sondern da stehen andere Fragen im Vordergrund. Wir kommen dann auf der zweiten Schiene, wenn die im Landkreis sind, mit denen ins Gespräch und fragen, was könnten ihr? Und da gibt es sicherlich auch Menschen, die haben in unserer Sicht einen Fachkraftabschluss, bringen den von zu Hause mit, Klempner oder Tischler oder Blechner. Und wenn das der Fall ist, ist das ein Glücksfall für uns. Dann werden die getestet, wir gucken dann mit Bildungsträgern, was können die denn wirklich, denn was ein Tischler in Syrien kann, muss nicht unbedingt ein Tischler in Pirna hier können. Da geht es schon darum, dass man eine CNC-Maschine steuern muss in der Tischlerei. Es ist ja nicht nur darum, dass es darum geht, eine Säge zu bedienen. Und das testen wir dann aus. Passt das oder passt das nicht oder muss da was gemacht werden? Aber man muss natürlich auch sagen, dass das wenige sind, die sowas mitbringen. Wir haben, so sagen wir ja, das beste Ausbildungssystem der Welt. Und man muss jetzt nicht erwarten, dass von außerhalb jetzt Menschen kommen, die komplett fertig ausgebildet sind und bei uns jetzt die Arbeitsplätze 1:1 besetzen können. Das mag im Einzelfall so sein, bei hochspezialisierten Fachkräften. Bei der Masse wird dort für uns eine Menge an Arbeit noch hinterstecken, die entsprechend fit zu bringen. Es ist nach dem, was ich mitbekommen habe, durchaus so, dass in Syrien sehr gut ausgebildete Menschen auf der Flucht sind und in anderen Ländern das vielleicht nicht ganz so der Fall ist, auch von der beruflichen Bildung her. Das ist aber nicht pauschal zu beantworten. Letztlich geht es dann um den Einzelfall und darum zu entscheiden, wo wollen wir hin in der Gesellschaft. Wollen wir als zweiten Schritt, wenn entschieden ist, ob jemand hier Bleiberecht hat, uns bemühen, schnell Integration voranzutreiben, dann müssen wir diese Schritte gehen. Momentan sind wir ja immer noch an der ersten Stufe. Wie kriegen wir die Erstaufnahmeeinrichtungen abgehandelt und wo kommen die Leute unter? Da ist noch nicht eine Integration möglich.
Dort sind tatsächlich unsere Bürokratie uns teilweise im Weg. Das ist deutlich sichtbar, weil es auch Angebote von Firmen gibt, die sagen, Mensch, ich würde das gerne ausprobieren, aber es fehlen die Voraussetzungen. Ist der Deutschkurs, bekommt er einen Deutschkurs? Ist eine Aufenthaltsgenehmigung für die Zeit der Ausbildung möglich oder geht das nicht? Also das ist bis hin zu der Frage, wer könnte es überhaupt sein? Es weiß niemand, was für Qualifikationen dort alles da sind. Ist noch viel Arbeit zu leisten. Ja, wir müssen zunächst mal davon Kenntnis haben, wer ist denn da. Wir sind vernetzt mit dem Landkreis, wir reden mit dem Landkreis hier in einem Netzwerk und sagen, wen betreut ihr denn, wen betreuen denn die Flüchtlingssozialarbeiter? Wie können wir mit den Menschen in Kontakt kommen? Möchten sie von der Arbeitsagentur beraten werden? Und da erheben wir zunächst mal so ein paar Daten von den Leuten. Wo kommt ihr her? Was macht ihr? Was bringt ihr für Fähigkeiten mit? Um zu gucken, ist das für uns interessant, um die vermitteln zu können auf dem Arbeitsmarkt, wenn die übrigen rechtlichen Voraussetzungen da sind. Das ist ja ein ganzer Strauß an rechtlichen Voraussetzungen, der jeweils zu berücksichtigen ist. Aber wenn wir dann so einen Zettel haben von den Leuten, dann findet ein gemeinsames Beratungsgespräch in der Regel mit einem Dolmetscher statt, um zu gucken, kann man mit dem jetzt eine Ausbildung oder eine Arbeit vereinbaren und auf den Weg bringen. Wird das jetzt schon praktiziert oder ist das jetzt Zukunftsmusik? Es wird schon praktiziert. Wir haben ca. 25, 30 solcher Bögen bereits erhoben, mit unterschiedlicher Qualität. In der Regel sind sie in Englisch ausgefüllt. Dann müssen wir mal gucken, was bedeutet das auf Deutsch. Wenn einer sagt, ich bin beim Finanzministerium angestellt gewesen, war er nur ein Buchhalter oder war er doch etwas anderes dort? Das sind alles Fragen, die man dann auch klären muss. Das läuft jetzt an, die Flüchtlingssozialarbeiter und wir zusammen erheben diese Bögen. Und die andere Schiene ist das Jobcenter bei uns im Hause, was ganz konkret für diejenigen zuständig ist, die bereits eine Anerkennung haben oder entsprechend einen anderen Status haben, dass sie hier ohne Probleme arbeiten dürfen. Zum einen ist das Bundesrecht ja geändert worden, dass bereits nach 3 Monaten prinzipiell die Arbeitsaufnahme für einen Asylbewerber möglich ist, wenn der Status geklärt ist. Also das ist nicht mehr wie früher ein langer Zeitraum, wo die dann im Heim sitzen und alle sagen, warum arbeiten die nicht? Ja, sie durften nicht, jetzt dürften sie theoretisch. Rein praktisch ist es dann so, wenn man sagt, ich möchte jetzt gern hier etwas machen mit dem Asylbewerber oder mit dem Flüchtling, dann ist die sogenannte Vorrangprüfung bei den Arbeitsagenturen und dann wird geschaut, ob es einen Deutschen gibt oder einen europäischen Bürger, der diesen Job ausfüllen könnte. Und selbstverständlich gibt es diese Leute, aber die kritische Frage ist, ob diese Leute diesen Job überhaupt ausführen wollen. Was nützt es Ihnen, wenn Sie sagen, ich habe hier einen Asylbewerber, der möchte das gern machen. Und dann sagt die Agentur zu Ihnen, ich habe hier 10 Leute, die müssten das theoretisch können und wollen, aber die wollen es in Wahrheit nicht. Diese Vorrangprüfung ist eine weitere Hürde, für die momentan noch keine richtige Lösung da ist, wie man damit umgehen soll, weil die Gesetze einfach so sind. Und warum soll in der Agentur ein Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter gegen diese Gesetze verstoßen? Die sagen, ich habe eine Vorrangprüfung und die hast jetzt 10 Leute, ob die das wollen oder nicht, du musst das erstmal probieren. Und damit wird natürlich auch wieder ein weiterer Hemmstein in den Weg gelegt, den wir beseitigen müssen. Wir reden intern immer von einer Vorrangprüfung. Wir prüfen, gibt es Deutsche oder entsprechende EU-Ausländer, die gleiche Arbeit, für die der Asylbewerber nachgefragt wird, da machen könnten. Wichtig ist ja zunächst mal, dass überhaupt eine Arbeitsstelle uns gemeldet wird und auf dieser Arbeitsstelle dann möglicherweise ein Flüchtling oder Asylbewerber in Frage käme. Wenn das der Fall wäre, gibt es eine Prüfung. Haben wir jemanden in der Kartei, hat vielleicht Dresden jemand in der Kartei, den wir dort darauf buchen können, dann ist die Sache an der Stelle schon erledigt. Nur dann, wenn diese Vorrangprüfung negativ ausfällt, dann kommt das Angebot an den Asylbewerber und man kommt mit dem ins Gespräch. Wir haben festzustellen, dass die Behörden, die bürokratischen Dinge miteinander dort noch nicht auf dem Weg sind, wo wir hin müssen, dass es zu viele Diskussionen gibt, wer bekommt einen Deutschkurs und wann bekommt er den und bekommt er vielleicht dann die Hälfte davon und wenn er einen Ausbildungsplatz nachweisen kann, das ist alles zu spät. Die wir integrieren wollen, die müssen Deutsch können und die müssen sehr gut Deutsch können. Dort muss wesentlich mehr Geld und Initiative aufgetrieben werden, damit das gelingen kann, Menschen zu integrieren. Ohne die Sprache werden wir es nicht schaffen.
Da sind wir in guter Zusammenarbeit mit der Volkshochschule, die hier Sprachkurse für Asylbewerber durchführt. Wir finanzieren die teilweise mit über ein ESF-Programm oder wickeln das darüber ab. Wir kommen bei Sprache nur dann auf die Asylbewerber zu, wenn es um berufsspezifische Sprachen geht. Also wenn schon jemand sagt, ich will jetzt in der Automobilindustrie arbeiten oder beim Tischler, und dann geht es halt um ein paar technische Sprachbegriffe, die wir dann noch fördern können. Aber wir fördern nicht Deutsch als Grundsprache. Vor dem Asylbewerberheim in Schmiedeberg haben wir uns mit einem jungen Mann getroffen, der eine Arbeit in Deutschland gefunden hat. Durch seine Sprachkenntnisse und Ausbildung hatte er keine großen Probleme gehabt. Ahmed, du bist aus Palästina. Ja. Seit wann bist du in Deutschland? Seit 8 Monaten. Und aus welchem Grund? Als ein Flüchtlinge. Ich war in Syrien. Ja, das war mein Heimatland. Und musstest das Land verlassen dann? Ja, es gibt einen Krieg dort. So, und jetzt, du sprichst relativ gut Deutsch, wie kommt das? Ich habe Deutsch in die Schule gelernt. Also zu Hause? Ja. Aber das war vor 12 Jahren. Und jetzt gibt es ja für dich die Möglichkeit, in Deutschland zu arbeiten? Ja. Was wird das sein? Als ein Softwareentwickler. Bei einer Firma hier in Deutschland. Und wie denkst du, wie sind so die Arbeitsbedingungen in Deutschland? Ist es schwieriger als in Syrien? Es ist schwieriger, weil es gibt viel bessere Ausbildung hier. Und ja, ich muss besser Experience bekommen. Aber ich denke, du freust dich auf deine Arbeit hier. Das heißt ja auch, dass du hier in Deutschland bleiben wirst. Ja. Okay. Dann viel Erfolg. Okay.